Jetzt noch ein bisschen was zu meinen Erfahrungen. Ich habe ja ein Stadium 4 ausgeschieden, wahrscheinlich auch noch ein Stadium 3, wo er sehr schleimig war. Und also da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich einer war oder ob das ein anderer Schleim war. Wie gesagt, das ist schwer zu unterscheiden. Ich habe dazu ein Video gemacht. Ich habe das ursprüngliche Video, was hier auf YouTube gesperrt wurde. Ich habe dann nochmal ein neues gedreht, anders, dann auch mit einer Warnung vorher. Ich hoffe, dass das diesmal nicht gesperrt wird. Und ich gebe, ja, gebe ich einen Link an. Das weiß ich noch nicht. Also es kann sein, ihr findet den Link in der PDF-Datei. Eventuell werde ich es hier verlinken. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ich bin da sehr vorsichtig. Und generell möchte ich einfach sagen, diesen Roper, das ist eigentlich kein Wurm, den ich fürchte. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich habe eine Schwermetallbelastung, immer noch. Die kommt von Amalgamfüllung, die ich mal in den Zähnen hatte. Und von Quecksilber, was ja in dem Amalgam drin ist, weiß man, dass es das Immunsystem stark schwächt. Und ein geschwächtes Immunsystem ist dann immer, ermöglicht es dann allen möglichen Parasiten Fuß zu fassen im Körper. Und das ist das wahre Problem. Also mein Problem ist die Schwermetallbelastung. Und wenn ich die beseitige, dann verschwindet der Rope mit Sicherheit auch. Also generell ist es so, dass nicht der Rope als Wurm das Problem ist, sondern das Problem, was bestand, bevor der Rope kam. Also sozusagen das Problem vor dem Problem ist das eigentliche Problem. Und es können wie bei mir Schwermetallbelastungen sein, es können aber auch andere Parasiten sein, die das Immunsystem geschwächt haben und dann dem Rope ermöglicht haben, Fuß zu fassen. Möglich ist auch wegen der DNA-Analysen, die man gefunden hat, die darauf schließen lassen, dass der Rope sehr, sehr alt ist. Also älter als die bekannten Parasiten sogar. Also es kann sein, dass der Rope sogar im Prinzip mehr oder weniger in jedem Menschen ist und genau wie zum Beispiel Herpes immer nur dann sich stärker vermehrt oder Probleme macht, wenn halt das Immunsystem geschwächt ist. Und ich weiß halt auch von Alex Wolinski, er hat einen Kanal hier auf YouTube, er ist Amerikaner, er hat sich damit mal befasst und hat auch zwei PDFs hochgeladen. Das meiste, was ich in meiner PDF habe, habe ich von ihm und auch die Bilder dort. Von daher nochmal ein extra Dank an Alex Wolinski. Und er hat zum Beispiel gesagt, dass er Leute kennengelernt hat, die den Wurm zwar in sich tragen und ausgeschieden haben, aber denen es total blendend geht, gut geht. Da würde man nie denken, dass die so einen Wurm in sich haben, die auch belastbar waren. Also in jeder Hinsicht sozusagen Menschen, die völlig unauffällig sind, sogar im Gegenteil, einen guten Job haben, hatten, leistungsfähig waren und so weiter, ansonsten gesund, auch nie irgendwie krank waren oder so. Und trotzdem haben die halt mal gefastet und dann war so ein Wurm bei denen im Stuhl, ne, im Klo. Also ganz merkwürdig. Also man kann, das ist schwer einzuordnen, der Kerl. Und das Kritische an dem ist halt, wenn man größere Exemplare hat, und das trifft vor allen Dingen auf Kinder zu, die an Autismus erkrankt sind, die haben am meisten ausgeschieden und auch die größten Exemplare und auch mehr als einen gleichzeitig, zum Teil richtige Nester. Und da muss man immer sehr vorsichtig vorgehen. Also wer relativ krank ist und da so ein Hauruck-Verfahren macht, der muss wirklich aufpassen, dass er sich selbst nicht vergiftet. Ich hatte ja darauf hingewiesen. Gut, wie man ihn loskriegt. Es gibt, wie gesagt, die Einläufe von Gubarev. Ich werde zu den Einläufen, die ich angewendet habe, auch noch ein Video machen. Ich habe mich also an die Einläufe von Gubarev rangetastet mal und habe da auch Erfahrung gemacht. Dazu werde ich noch ein Video drehen. Link bekommt ihr hier unter dem Video.
Generell ist es so, dass die Nahrung ja bestimmt, welcher Parasit sich im Körper niederlässt. Und so kann man also durch eine Veränderung der Ernährung schon eventuell erreichen, dass der entweder ja vielleicht sogar ausgeschieden wird oder dass er dann zumindest in Grenzen gehalten wird. Ganz sicher auch eine Schwermetallbeseitigung ist hier von Vorteil und ja, diese beiden, das müsste eigentlich langen und wenn man ihn unbedingt raushaben will, okay, dann kann man halt diese Einläufe machen. Das ist der Weg. Was anderes gibt es bis jetzt nicht. Gut. Ausführliche Informationen, wie gesagt, unter dem PDF und ich hoffe, ich konnte euch hier informieren, vielleicht auch inspirieren, wie auch immer. Falls ich noch irgendwelche Links finde zu Foren. Ich habe da noch nicht näher gesucht. Vielleicht gibt es ja von euch welche, die da Links parat haben, Foren gefunden haben oder die das noch tun werden. Da wäre ich dankbar, wenn ihr mich damit versorgt, damit ich die hier unter dem Video dann hinposten kann, damit andere da dann eben auch den Vorteil davon haben, damit sich das verbreitet. Okay, dann wünsche ich euch alles Gute.